Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Wir begeben uns heute in sehr tiefe Tiefen. Die sind so tief, dass sie richtig tief sind. Ich hoffe, ihr versteht. keine Ahnung. Nein, ich weiß es nicht, was ich rede. Von daher, bitte verzeiht mir. Bitte, bitte. Erstmal muss ich hier runter jumpen. Da muss ich da drüben das Feuer aktivieren. Ich erinnere mich. Ich will hier einfach nur möglichst schnell durch. Ich mag das hier nicht unbedingt, diese Gegend. Ey, hau mich nicht. Böse. Ach komm. Dann komm halt her. Mir egal, dann bist du jetzt tot. So. Selbst schuld. Kann ich nichts für. Davon brauche ich gerade nichts. Wir können weiter. Okay. Miau. Laufen, 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 laufen. Aua, ah. Das tat weh und das da auch. Und, oh, ich wurde nicht getroffen. Das ist geil, 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 geil. Wo muss ich jetzt lang? Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon zu lang her. Na gut, dann halt direkter Weg. Ups, einmal hier lang. Und einmal dran vorbei. Yay. Ich sollte schon mal irgendwie eine gute Waffe ausrüsten. Wie zum Beispiel. Ja, das ist immer gut. Na, kommt her, kommt her, kommt her. Ja, ihr kleinen Rackerchen. Das zu Skeletten sagen ist irgendwie seltsam. Aber egal. Sie hören ja drauf. Von daher kann ich nichts für. Warum leuchtet es da hinten? Ich verstehe es nicht. Den Dämon habe ich doch schon ausgeschaltet. Was ist das? Was ist das? Eine Leiche. Na gut, nehme ich an. In den Sarg könnte ich mich wieder rein... Es wäre eigentlich mal interessant... Was passiert, wenn ich jetzt direkt zu Nitro gehe? Mann, das dauert jetzt. Okay, wie beim letzten Mal müssen wir erstmal eine halbe Minute warten, bis wir dann weggeschleift werden. Oh, Mann. So wie Elvis da im Sarg liegt, werde ich auch müde. Verdammt. Gut, gleich dürfte es soweit sein. Komm schon, komischer Typ, transportier uns ab. Hallo? Hm. Ich habe die Vermutung, dass das nicht mehr funktioniert. Wir haben gleich schon eine Minute vorbei. So lange dauert das ja dann wirklich nicht. Das ist doof. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt den normalen doofen Weg. Ist mir auch recht. Oh, eine Leiche. Nein! Stopp! Ich mag dich nicht. Okay, jetzt erstmal ein Talisman ausrüsten und Gebet der Heilung auf mich sprechen. Juhu! Dann das hier ausrüsten. Hier ist da ein Gegner unten. Er ist unten. Und wir backstabben ihn. Es ist ein ganz normaler, stinknormaler, großer, schwarzer Ritter und er ist böse. Deswegen hauen wir ihn in den Rücken. Und wir haben dafür einen weißen Brocken. Juhu! Und eine Kriegerseele einfach so nehmen. Dubai, Dingenskirchen. Ja, wie komme ich jetzt hier am schnellsten rum?
Das ging. Von der Schnelligkeit gebe ich eine 2. Ich weiß nicht, wie man da oben rankommt, also tut mir leid. Vielleicht von irgendwo hohen, sehr hohen runterfallen. Höchstwahrscheinlich so. Gar ist es genau das. Aua. Oh no, Bossnebel. Schreiten wir hindurch. Und sehen, was uns erwartet. Eingang. Ist okay. Ein riesiger Sarg. Ist auch okay. Oh mein Gott, was passiert hier? Ein Gegner! Der Nekromant. Er hat diese ganzen Leichen heraufbeschworen. Der Opa, der Jüngling und die Mutter. Oder ich weiß nicht mehr, wie die Masken hießen. Auf jeden Fall eine war der Jüngling. So viel weiß ich noch. Das Feuerrad. Aua. Und das war der Boss. Ernsthaft. Aber durch ihn haben wir ein sehr, sehr wichtiges Item erhalten. Zumindest, wenn ihr es das erste Mal spielt. Die Kunst des Entfachens. Damit könnt ihr ein Leuchtfeuer bis zu, ich glaube, 20 war es? Also bis zu 20 Estus Flakons verstärken. Sprich, ihr könnt es 2 weitere Male entfachen. Wenn ihr es davor einmal konntet. Und die Feuerhüter, ach ja, da war ja... Das Grab und so, verdammt. Ja, das ist für mich genauso dunkel wie für euch. Also keine Sorge, keine Panik. Kriegen wir hin, irgendwie. Vielleicht. Oh Gott, vielleicht auch nicht. Vielleicht sterben wir auch einfach. Das ist doch mal eine Maßnahme. Und lassen einfach 2 Menschlichkeit und 23.000 Seelen einfach hier. Wie doof kann ich sein? Alter, die schnappe ich mir jetzt und hau ab. Das geht doch nicht. Kann ich doch nicht machen. Miau, miau, miau. Immer weiter schön, immer schön weiter, Elvis. Immer weiter schön, ja genau. Deutsch, du haben gelernt bei Yoda, du hast. Und wir laufen, 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 laufen wieder zurück. Und dann gibt es ganz viel Zeug, was wir holen müssen. Und dann passt die Drückerzauber auf mich. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir wieder da sind. Sprinten, 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 sprinten ist die Devise. Erstmal ein Estes trinken. Yeah. Oh. Er ist nicht tot. Verdammt. Sind alle nicht tot. Na kommt her, ihr komischen Räder auf Rädern. Oh Gott, so viele Räder. Ah! Sie werden mich töten. Ich weiß es genau. Estes. Das war nötig. Das war definitiv nötig. Ich würde nie etwas Unnötiges tun. Niemals.
Außer vielleicht dieses Spiel nochmal spielen, weil ich es unbedingt gespielt haben bzw. Let's Played haben will, bevor ich Dark Souls 2 spiele. Das ist schon irgendwie ein bisschen sinnlos. Wobei ich doch dann eigentlich sofort direkt Dark Souls 2 spielen könnte. Oder etwa nicht. Ja, wir sind wieder hier. Oh mein Gott. Wir haben unser Gut zurückerlangt. Wir rennen weg wie ein feiges Hühnchen. Hui! Und wir rennen hier lang. Pass auf, Schleichweg. Ich passe auf. Oh, es ist ein Schleichweg. Und da oben ist was. Was ist das, mein Schatz? Nein. Egal, ich verschwinde. Hui! Ich brauche erstmal Licht. Und für Licht muss ich erstmal wo ganz Spezielles hin. Das heißt, es kommt jetzt gleich der nächste Boss. Ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall müssen wir hier hin. Ja. Genau dahin. Beziehungsweise wir könnten auch noch kurz zu André und uns das Artoria-Siegel holen. Wir haben ja gerade so 20.000 Seelen. Das wäre eine Maßnahme. Gehen wir nochmal kurz zurück. Ich meine, wir können uns ja jetzt teleportieren, da machen diese Minute Ladescreen ja auch nichts mehr aus. Gemeinde der Untoten, teleportieren. Juhu! So, André, ich habe was für dich. Beziehungsweise, ich habe ganz viele Seelen für dich und ich will was von dir. Nämlich das hier. Jetzt können wir endlich tief in den Wald hinein. Da würde theoretisch schon ein nächster Miniboss auf uns warten, wenn wir das machen wollen würden. Aber habe ich gerade keine Lust drauf. Ich wollte einfach nur meine Seelen ausgeben, dass ich mir dafür was gekauft habe. So. Jetzt können wir wieder nach den Töchtern des Chaoses gucken. Ja, genau so machen wir es. Und dann catchen wir wieder gegen diese tollen, riesen, fetten Dämonen, die in der Hölle schon wohnen und so. Und Dingenskirchen, oh Gott, der war schlecht. Egal. Meine treuen Abonnenten werden es mir verzeihen, wenn ich schlechte Sprüche reiße. Vielleicht. Vielleicht sind sie dann auch nicht treu. Ich bin mir nicht sicher. Oder sie werden untreu. So besser vielleicht ausgedrückt. Ja, ja, ja. Na gut, wir sind jetzt so viel weiter gekommen, deswegen rasten wir erstmal an diesem Leuchtfeuer. Oh. Erstmal ausruhen. Ab sofort nur noch 5 Estus. So, da drüben hinten in der Lava, wie auch immer, fehlt uns verdammt viel Zeug, was wir noch holen könnten. Ob ich es wirklich gerade machen will, weiß ich noch nicht. Denn wir bekommen eigentlich bald schon ein Item, mit dem wir relativ gut, ja, ich würde mal sagen, hier durchkommen und auch relativ wenig Schaden bekommen und so und alles. Also nur mal kurz zur Demonstration, ne? Also, wenn wir durch Lava laufen. Ihr wisst das vielleicht, wenn ihr irgendwo in der Nähe eines Vulkans seid, dann zieht eure Schuhe aus und lauft durch Lava und habt euch plötzlich alles bis zum Kopf verbrannt. Ja, so ähnlich ist das hier bei dem Charakter auch. Es sei denn, er trägt ein spezielles Item. Das bekommen wir später gleich, wie auch immer. Aber das dauert halt noch einen kleinen Moment. Oh nein, er kommt näher. Aua, ha. Since when do you make so much Schaden? Und tschüss. Sehr gut. Sehr gut.
Genau so war das geplant. Genau so. Eieiei. Wie doof können die Dämonen sein, bitteschön. Okay, aber ich hab's so ausgedüngt. Das war geplant. Ja. Gott, wie doof. Aber okay, direkt zwei weniger. Das ist okay. Das ist okay, das kann man machen. Kann man machen. es ging leider die Seelen drauf, aber was soll's. Seelen bekommt man immer hier. Und wie wir sehen, die respawnen nicht. Hatte ich aber, glaube ich, auch schon in der einen Folge erwähnt, wo wir den fetten Typen da hinten platt gemacht hatten. Auf total heroische Weise. Und so. Ja. Tippi, ich würde dich gerne als nächstes anlocken, du da hinten. Hallo? Nein! Nicht zwei! Zwei sind zu viele! Nein! Wie soll ich denn mit zwei kämpfen? Ich krieg doch einen noch nicht mal hin. Kann ich jetzt vielleicht einen mit Fernangriff treffen? Das wäre nett. Ach, dann kommen wieder beide näher. Natürlich! Nein, ich habe ein ungutes Gefühl. Jep, das ungute Gefühl trügt nicht. Das ist doof. Hallo, bitte visiere entweder an oder nicht. Drei Schläge KO. Oh Gott, der ist ja immer noch da. Entschuldigung, dass du warten musstest, aber kommst du bitte näher ran? Ich mag das nicht, wenn du so weit weg stehst. Ich stehe auf Nähe und Zärtlichkeit. Yes. So macht man das. Oh, schade, die wollen mir keinen Hammer hinterlassen. Manchmal lassen die nämlich ihren Hammer liegen, einfach so, müsst ihr wissen. Das wäre geil, wenn ich so einen hätte. Ich würde ihn zwar nicht benutzen, aber wäre geil. So, noch drei. Kriege ich die hin? Irgendwie, vielleicht, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich habe den falschen weggelegt. Okay. Immerhin habe ich es noch gemerkt. Besser als während dem Weg... Lala! Komm schon! Ich bin so doof. Lauf, Elvis, lauf! Lauf um dein Leben! Schneller! Hörst du es nicht schon hinter dir? Oh Gott, ich sehe sie! Ich sehe sie! Oh Gott! Und ein präziser Schuss lässt sie wieder näher kommen. Noch näher, als sie sich je gewagt hätten. Ich würde gerne, dass du noch näher kommst. Warum? Bleib hier. Aber, bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Sei mein. Das war vielleicht jetzt nicht ganz so schlau, die beide zu treffen, aber ach, was soll's. Es kommt nur einer. Von daher passt das. Und dritter Schlitz. Kommt der andere angelaufen? Gerade noch nicht, gerade noch nicht. Ah, das läuft doch irgendwie. Zwar kleine Anfangsschwierigkeiten, aber irgendwie kriegen wir es doch hin.
im letzten Moment ausweichen. Und drei Schläge tot. Weil wir einfach die Besten sind. So, das ist jetzt da hinten der letzte. Und dann sehen wir ganz viele Items in dem Lavasee-Restbecken hier. Da kommen wir teilweise dran, teilweise noch nicht. Von daher wartet einfach und seht zu. Oh, dann halt so. Kaskabam! Sie sind tot, sie sind tot. Tot, tot, tot. Und stehen nicht wieder auf. Gehen nicht über los. Ziehen nicht 4.438 Euro ein. Jo. Jetzt kämpfen wir da hinten wieder mit dem freundlichen Capra-Dämon, wenn er so hieß. Ich glaube, ich habe die immer verwechselt. Ich glaube, mein Capra-Dämon ist immer mein Dämon mit diesem komischen Speer-Dingenskirchen. Und das andere, was eigentlich der Dämon ist, ist nicht der Dämon. Wie auch immer. Ach du Scheiße, macht der Schaden. Warum treffe ich nicht? Und tot. Oh, sehr schön. Ich mag die Typen nicht. Ist vielleicht irgendwem schon mal aufgefallen. Wir bekommen eine Kriegerseele. Nice. Das geht. Kann man machen. So, wir gehen weiter und erkunden die Tiefen dieses komischen Gemäuers, was auch immer das hier ist. Wir werden es bestimmt bald erfahren. Aber davor werden wir bestimmt gegen einen großen Endboss kämpfen, weil ich das sage. Springen wir einfach hier runter. Hui! Perfekt. Ein riesiger Zentipede versperrt uns den Weg zum Bonfire. Es gibt nur eine Möglichkeit. Töten wir ihn. Warum kann ich ihn eigentlich nicht anvisieren? Ah, jetzt. Wieder die spannendsten 20 Minuten unseres Lebens, ne? Kennen wir ja. Und was habt ihr heute schon so gemacht? Das würde mich mal interessieren. Dürft es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ja, schon so viel. Wow, das ist ja unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr das macht. Ah, da, da, da. Komm schon. Unglaublich heroisch getötet. Perfekt. Leuchtfeuer wurde entzündet. Und bevor wir jetzt irgendwo hingehen, repariere ich nochmal alles. Weil diese Würmer eine fiese Eigenschaft haben. Wenn sie ihr Gift verspucken, dann reduziert sich automatisch gleichzeitig die Haltbarkeit von unseren Waffen bzw. Rüstungsteilen, die wir gerade anhaben. Drastisch. Das heißt, stark. Das heißt, wenn wir von so einem Zentipeden getroffen werden, dann sind wir, naja, halb am Arsch. Kann man so sagen. Ja. Wir kriegen eine Kriegerseele. Mal wieder. Scheinen viele Krieger hier gewesen zu sein in der Hülle. Oh Wunder. Und der nächste. Ich mag diese komischen Steinstatuen nicht. Die sind irgendwie fett. Aua. Nicht hauen. Hauen böse. Ich rüste extra den Talisman aus und ja. Pure Geniusness. Okay, komm mal ein bisschen näher. Das war knapp. Du
musst mich nicht irgendwo runterdrängen mit deinem Sterben. Musst du nicht. Ich weiß zwar, du kannst es, aber das... Nur weil du es kannst, heißt das nicht, dass du es musst. Yes. Und schon wieder stirbt ein Dämon vor meinen Füßen. Oh Gott. Okay. Ach, noch einer. Natürlich, natürlich. Kein Problem. Lass mich mal kurz mit dem reden. Ich will ihn überzeugen. Und er ist tot. Juhu. Und er hat nicht versucht, mich irgendwo runterzuwerfen. Er wollte mich auffangen. Das möchte ich positiv vermerken. Positiv, wenn ich bitten darf. Gut, rüsten wir wieder unseren Langbogen aus. Werden wir, wie gesagt, wieder die spannendsten 20 Minuten, die wir je hatten. Ja. Ah, das ist so spannend. Kann ich nicht irgendwie näher ran und... Nein! Er wird sauer. Und das ist dieses Gift, was ich meinte. Wovon unsere Waffenhaltbarkeit reduziert wird. Stark reduziert wird. Und das ist der Death Step, nenne ich ihn mal. Einfach so, spontan. Fuck. Da liegt schon wieder ein Level ab rum. Wie mache ich das jetzt? Also ich würde sagen, ich renne einfach da hinten durch und dann, ja, gut. Ich weiß ja, was es da hinten gibt und was es da zu holen gibt und das würde ich gerne haben und... Beziehungsweise ich weiß nicht genau, was es da hinten zu holen gibt, von daher, warum soll ich überhaupt da hingehen? Warum sollte ich da hingehen? Ansonsten sterbe ich doch nur, wenn ich da hingehe. Ist doch ganz klar, oder nicht? Oh nein, ein fetter Rübel kommt auf mich zu. Und tot. Nicht auf mich plumpsen. Auf mich plumpsen, böse. Hallo, Kumpel. Wie geht es dir heute? Oh Gott. Nein! Ich glaube, ich habe sowieso genug Folgen. Und die letzten Folgen waren alle auch schon wieder so in Überlänge. Eigentlich waren es ja auch nur so 20, 30 Minuten mal geplant. Aber irgendwie, ich weiß nicht, in Dark Souls dauert es irgendwie immer ein bisschen länger. Und ich sage einfach mal, ich beende den Part einfach jetzt schon mal. Jetzt. Ja, es reicht einfach langsam und meine Platte ist langsam voll und ich muss nur alles rendern und... Eieiei, ich muss noch Okami aufnehmen und Super Mario Galaxy. Und Hyrule Warriors, oh mein Gott! Ich habe keine Folgen mehr. Na gut. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!